Ja, nichtsdestoweniger, alles ist subjektiv, so auch dies. Jetzt schreiten wir voran, jetzt kommen wir nämlich wieder zu den Orchesterwerken, also zu den späten, wo er sozusagen gereift zu seinen Wurzeln zurückgekehrt ist und das gemacht hat, woran ihn im Grunde genommen, wenn man böse will, sein Vater gehindert hat. Wir fangen eben an, jetzt hier mit diesen Variations symphoniques für Klavier und Orchester. Sie können ja lesen, es ist formal überhaupt nicht zuzuordnen, ist aber eines seiner ja, berühmtesten Stücke in diesem Genre. Also neben der D-Moll-Sinfonie, die wir nachher hören, ist das noch relativ bekannt. Im Übrigen dieses Klavierquintett auch. Aber das meiste andere spielt im Konzertbetrieb kaum eine Rolle. Ja, also Variation symphonique. Sie haben übrigens eine alte Aufnahme mit Herbert von Karajan und Alexis Weißenberg von 1973. Nichts.